Servus. Ich bin, glaube ich, gerade gestorben, halt, weiß aber nicht. Im Pausenmenü. Ja, ich wahrscheinlich auch. Mich wahrscheinlich auch. Ja. Yep. Sehen wir gleich, ob sie wirklich richtig stehen, wenn ich auf Fortsetzen drücken, um neu zu spawnen. Großartig. Pausenmenü läuft das Spiel halt dezent weiter im Coop. Das ist super, deswegen gibt es ein Pausenmenü. Das ist. Ja. Großartig. Wo ist denn der? Drücken, um neu zu spawnen. Oh, hinter uns. Ach da. Okay. Oh, der schießt mit Autos auf uns. Was zum... ich nehme jetzt... Oh, scheiße. Okay. Was ist denn mit dem... Noch nicht so ganz drauf. Shit. Was ist denn jetzt mit der Funzel da hier los? Das ist ja voll für den Arsch. Ich werde hier auch sterben. Ito? Ja, sag ich doch. Ah. Ist ja echt meinen beiden Dingern ausgewichen. So. Wo ist er? Da ist er. Wo ist er? Da ist er. Ja, ist nicht schnell genug, um da wegzukommen. Ich sehe, dass er springt, drücke Shift zum schnell rennen, aber ich komme nicht weg. Es reicht. Ich sehe nicht, wohin springt da oben. Das ist merkwürdig. Er wirft auf Autos, ne? Einfach nur Schaden machen. Ja, was anderes bleibt uns ja gerade nicht übrig. Nö. Ja, dem kann man noch. Dem konnte man. Na, dem hätten wir ausweichen können. Wo ist er? Da, ich sehe ihn. Er steht da drauf rum. Ich sehe die Idioten immer nicht. Ja, mit Respawn dauert das so ein bisschen länger jetzt bei dem Bosskampf. Aber mit unendlich Leben ist es halt. Oh, ja, das ist schon okay. Scheiße. Fuck, hat er mich wieder voll erwischt. Was macht der da? Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wo er ist. Da ist er. Oh, er schmeißt gleich wieder mit Autos. Was zum Henker? Ich bin doch gerannt. Wie kann er mich trotzdem treffen? Ja, einfach nur Vollgas drauf. Ja, aber ich hätte gern schon gewusst, wie die Taktik eigentlich ist bei dem. Auch. Wenn er hier unten springt ein paar Mal, dann wirft er so Feuerkreise. Dann macht er kurz nichts und dann ist er wieder oben und wirft mit Autos. Genau. Aber den Autos mussten wir ja ausweichen können. Eigentlich. Scheiße, echt. Ja, ziemlich. Zweimal drauf und mit Feuer tot. Ja, das ist auch. Aber ich finde einfach. Gibt's ein Dash oder sowas, wo man schnell ausweichen kann? Glaube nicht. Eben nicht. Oh fuck. Ja, in meinem Respawn-Menü habe ich die sterben sehen. Schön. Oh. So, jetzt wirfst du wieder mit Autos. Genau. Einmal, zweimal. Oh. Ich drück, wenn er fertig ist mit Autos werfen. Ich hab den Eindruck, dass mein Feuerlaser-Dings manchmal nicht so. Ach du, auch wieder. Ja, er ist direkt auf mich gehüpft. Aber direkt. Ja, gut. Halt mit. Ja. Waffenauswahl und ich bin tot wahrscheinlich. Jupp. So schaut's aus. Und die Hänger dann, wenn ich Zeit hätte zum... Ja, Hänger habe ich jetzt tatsächlich eher weniger. Also... Das ist, ne? Oh fuck, was muss ich da machen, dass das hier... Ja, aber wir haben ja eh schon... Wie viel haben wir schon? Zwei Drittel haben wir ihm doch schon, oder? Ja, mindestens, ja aber bald. Trotzdem regt's mir gerade ein bisschen auf. So, du möchtest wieder mit Autos werfen. Einmal. Und zweimal. Ich überlege gerade, wie man das sonst machen soll, weil. Ein Respawn. Ja, gar nicht. Einfach so wie bisher. Schaden zufügen und sterben. Oh. Ist halt jetzt kein so Boss, der so mordsverschiedene Strategien hat, ne? Ja, aber ausweichen sollte man schon können. Ich sag schon nichts mehr.
Ausweichen! Und die sagt mir, dass er keine verschiedenen Strategien hat. Und dann war das der Levelbalken nur die erste Phase. Großartig. Ja. Okay. Schön, dass wir drüber geredet haben. Das ist ein ordentlicher Boss, du. Hast du hier überall Granaten geworfen? Ja. Okay. War nicht so der gute Plan. Wow. Ach du. Ja, genau. Schön, dass wir drüber geredet haben. Wo ist er? Oh, kommt, ich war doch bei... Er war doch wirklich schon einen Meter weiter, als die Flamme kam. Brand der letzte Mensch. Ja, ich sehe schon, was mich kennt. Hm. Hey, jetzt wartet er auf uns. Nur noch 4 Sekunden warten. Sind wir im Badge wieder sterben? Ja. Nein, habe ich nicht gesehen. Doch, jetzt. Wo ist er? Da ist er. Arschloch. Ich gehe wirklich mit Shift nach links und bin zu langsam zum Ausweichen. Wieso? Die Baller, die mir jetzt einfach nur links schneller immer 5 Raketen rein. Und dann sterbe ich wieder, dann warte ich wieder 15 Sekunden und dann geht's weiter. Ich stelle mir gerade vor, wie man den im Singleplayer versucht zu schaffen. So. Ja, die Zielsuchraketen sind ganz gut bei dem. Ja. Direkt. Wenn du weiter nach links läufst, macht das seinen nächsten Dinger nach links, okay. Ich finde den unmöglich, den Boss. Wo ist er überhaupt? Da ist er. Ha, Hammer? Ja, ich hab ihn mit Kanonenkugeln zuballert. Und Dieter, mit meinen Doppelkanonenkugeln, Doppellaser, alles rein auf den Himmel. All the right choices, huh? That's funny. I spent a lot of time thinking about what turned you into a traitor. Was it fear, delusion, greed? You know what I realized, Howard? You're a fucking idiot. That felt really good. Der beschwört Feuerschlangen, macht sonst irgendwas, bewirft uns mit Autos. Und der Finishing Move ist einfach nur mit so einer blöden Schrotflinte ins Gesicht geschossen. Ich hab... Hey, Sam, oh mein Gott. I'm you from the future. It's complicated, just roll with it. It's not the weirdest thing that's happened this week. All right, listen up. I know it's really cool that you killed Bran, but this timeline does not end well. Believe me. I've seen every variation. I shot Napoleon, like you said, but the future is still the same. Yeah, I figured as much. Honestly, I just wanted someone to shoot that little twerp. Anyway, Sam, Olga, super. I've got a mission for you. Now, back in 1352 BC, the Pharaoh Akhenaten has just discovered a very serious ship. Hä? Die Geschichte ist echt zu kompliziert. Was ist mit dem tollen Alienschiff, das da oben ist? Das wohnt da. Okay. Zur Erklärung, wer jetzt sagt, das Spiel war aber kurz oder so. Es ist ein DLC für Serious Sam 4, glaube ich, oder? Ja, glaube schon. Ja, fürs Aktuelle. Ist aber Standalone DLC, also von daher für einen DLC-Inhalt für einen Shooter nur dazu ist doch... Mehr ist ausreichend, finde ich. Und vor allem, dass man das Hauptspiel nicht braucht, voll in Ordnung. Ja. Wenn man jetzt sagt, für 20 Euro Spiel,
Unabhängig, ob DLC oder nicht. Ja, ja, ich bereue es nicht, dass man es gekauft habe. Ist schon okay. Ja, es war okay. Ein paar Stunden gut unterhalten worden. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gespielt haben. Ich schätze mal so zwischen 6 und 10 Stunden könnte man braucht haben. So Pi mal Daumen. Ja, es 5 Stunden wahrscheinlich. Wenn wir 11 Folgen oder so. Ja, da haben wir schon ähnliche Stunden. Spiele zum gleichen Preis geholt. Ich sag jetzt hier nur Juggler's Tale. Gut, Juggler's Tale war halt. Echt? Aber zum gleichen. Ja. Hat ungefähr. Für mich hat es gleich gekostet. Okay. Ja, Juggler's Tale war wesentlich billiger. Ich hab's im Angebot geholt, aber was so viel? Ich weiß es nicht. Ja, ich hab mal so 14 Euro oder 12 oder 14 Euro haben wir es geholt. Ja, gut, es kommt schön. Ja, so 15 Euro wäre für den DLC eigentlich besser. Ja, aber ich finde es jetzt okay. Also, ja, ich sage, dafür, dass das Standalone war, echt fair. Ein paar technische Probleme, ganz komisch, irgendwas habe ich falsch eingestellt bei mir auf dem Rechner. Er hat halt so viel Zeug, was man einstellen kann, einfach alles auf Gibi müssen. Das ist schon ein bisschen nervig. Und der Shooter war relativ schwer, so mit unendlich Leben, wie wir es jetzt hatten, mit dem Respawn war es easy, weil mach halt einfach weiter, Gibi. Aber hätten wir jetzt den Boss immer vom Neuen machen müssen, dann hätten wir da locker 40 Stunden Spielzeit gehabt, glaube ich. Ja. Gell? Ja, auf alle Fälle. Ja, dann, gut, wir hätten wahrscheinlich ja weniger Spielzeit gehabt, weil wir einfach gesagt hätten, stopp, aber ja. Ja. Und ihr habt es ja gemerkt, wir haben es jetzt nicht so ernsthaft. Es gibt eine After-Credit-Scene, oder was? Nein. Was ist los? Doch. Oh ja, ja. Vom Team. Na, die haben es alle nicht geschafft. Hm? Ja, wahrscheinlich hätten wir sogar noch ein bisschen mehr machen können mit Nebenquests. Wir haben ja nicht alles gemacht. Ja. Halbe Stunde mehr vielleicht. Ja. Wie gesagt, ich finde es vollkommen okay. Und was ich vorher sagen wollte, also ich für meinen Teil ja natürlich gespielt, aber jetzt nicht so auf voll ernst und so. Und ich habe es geholt, weil es halt Spaß macht zwischendrin. Einfach mal was anderes, so ein bisschen rumballern und ja. Genau. War okay. Das war es jetzt mal einfach so lustig, locker, flockig. Meine Aufgaben halt. Sozusagen. Mal nicht so ein ernstzunehmender Shooter. Ja, und man muss sagen, wir haben es jetzt auf 2 Tage durchgespielt. Also es ist durchaus Motivation da, dass man das spielt. Es macht schon Spaß, ne? Ja, wir konnten es jetzt dann nicht mehr weglegen. Gestern war es einfach zu spät, da musste man dann Stopp sagen. Aber jetzt haben wir gesagt, das Level noch und ja, das Level noch war das Ende. Okay. Ja, zur Erklärung, wir haben gestern bis 4 Uhr früh gespielt oder so. Ja, so um den Dreh. Gut guckt Gero die Videos nicht. Ja, aber jetzt quatsch mal ich gar nicht mehr mit irgendeinem Blödsinn vor, es kommt da nichts mehr Wichtiges. Es ist ja nicht so, dass hier jetzt an dieser Stelle für die Leute, die bis jetzt angeschaut haben, bei mir nur ein Trash-Key oder so eingeblendet wäre. Überhaupt nicht, es kommt überhaupt nichts mehr. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und Servus. Ja, ciao zusammen.